Grüß Gott, mein Name ist Herbert Glanschnig. Wir sind heute hier beim Energiemesszentrum in 1220 Wien. Wir wollen heute die energetische Auswirkung auf zwei Erfindungen von mir testen. Das sind Kristallgeräte, bei denen einerseits im oberen Kopfbereich 12 rotierende Rosenquarzkristalle energetische Arbeit leisten, und dann habe ich nochmal ein Fußgerät entwickelt, bei dem 12 verschiedene Heilkristalle im Uhrzeigersinn im Fußbereich sozusagen rotieren. Der erste Test, mit dem wir das hier austesten können, ist ein Meridian-Test, wo also bei den Fingerspitzen und bei den Fußzehen getestet wird, wie also die Energiestatusbilanz vorher ist. Dann stellt man sie unter das Kristallgerät und nachher wird nochmal getestet. Da übergebe ich das Wort jetzt an den Attila Müller, dass er ein bisschen was Näheres darüber erklären kann. Bitte. Wir haben jetzt da die Andrea ausgemessen, und zwar mit der Provokation, das heißt, dass der Körper nicht vom Geist übersteuert wird. Wir haben hier festgestellt, 13 Blockaden. Sind hier die roten Felder auf diesem Balken, atmen Sie dann unter dem Kopfgerät 4 Minuten stehen, plus 5 Minuten Pause, und da waren dann von diesen 13 Blockaden nur mehr noch 6 vorhanden. Wir machen jetzt eine Nachtestung nach weiteren 5 Minuten Pause. Wir probieren das gleich aus, hier eine Vergleichstestung. Kurz zur Dokumentation. Wir messen auf den Finger Meridianpunkten. Änderungen an, wie hier das läuft. Also wir hatten es hier vorher so. In diesem roten Bereich sollte es sein, im grünen Bereich noch die Aufteilung, die Relation, und hier der Energiehaushalt. Rot heißt Energiemangel, grün okay, gelb ist Übersäuerung, sollte man vermeiden, ist gefährlich als Energiemangel. Schauen wir nach der weiteren Verbindung. Wir sehen, wir haben noch immer eine Übersäuerung hier, aber wir haben eine volle Reaktion und versuchen jetzt zu schauen, wie es ausschaut mit den Blockaden. Wir haben hier weiter reduziert und weitere 3. Also man sieht, auch diese Kristallgeräte haben ihren Sinn. Wenn wir dann noch probieren, das Fußgerät mit den 12 verschiedenen Heilgeräten, und dauert jetzt weitere ca. 5 Minuten. Danke. So, jetzt haben wir also vorher die Messung gemacht mit dem Meridiangerät, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an mit den Kristallgeräten, die ich entwickelt habe. Hier bei dieser Version habe ich innen drinnen 12 Rosenquarzkristalle, die sich im Bereich des geistigen Auges sozusagen drehen, mit 12 Umdrehungen, ungefähr 3 bis 4 Minuten. Das zweite Gerät, was ich hier noch entwickelt habe, was die Andrea jetzt als erstes ausprobieren wird, ist hier das untere Fußgerät. Da sind 12 verschiedene Heilkristalle drinnen, und wiederum das gleiche im Uhrzeigersinn drehend, werden also hier sozusagen diese 12 Kristalle im unteren Fußbereich rotieren, wodurch also die Fußreflexzonen als auch die Meridianendpunkte entsprechend aktiviert und energetisiert werden. Stößt du mal auf, bitte? Und dann stellen wir es jetzt ein. Das ist jetzt hier diese rotationsübertragende Kristallenergie auf die Person. Es dauert jetzt im Durchschnitt ungefähr an die 3 Minuten, und dann werden wir sozusagen die Auswirkung wiederum im Vergleich messen mit diesem Meridian-Messgerät. Das zweite Gerät, wie gesagt, das kommt nachher dran, damit wir
sehen, welche kombinierten Auswirkungen das Kopfgerät und das Fußgerät sozusagen auf den menschlichen Körper, was ich da noch sage. Vielleicht Interesse halber, ich habe das hier bei mir einmal vorher ausgetestet. Da sieht man hier sehr schön, wie es vorher sozusagen bei mir war. Diese roten Balken sind die energetischen Blockaden im Körper. Und nach ungefähr 3 Minuten auf diesem unteren Rosenquarzkristallgerät schaut das Ganze noch vom Status her so aus. Da sieht man also hier nur noch eine einzige rote Blockade. Das heißt, dass durch diese Kristallenergie von 13 energetischen Blockaden sind 12 gelöst worden. Und das ist schon eine recht interessante Rückmeldung, von dem wir einmal ausgehen, dass sich also diese Kristallgeschichte, ich glaube, da ist mir was ganz Gutes gelungen. Und das möchte ich natürlich jetzt entsprechend für die Leute bringen, deswegen mache ich hier ab und zu mal so einen Kristalltest und Messtag, den wir heute das erste Mal hier im Wiener Energiemesszentrum haben. Gut, die Zeit wäre jetzt und so weit gekommen und wir testen dazwischen, was das jetzt gebracht hat. Schauen wir wieder retour. So, da werde ich jetzt einmal hergeben, dieses Rosenquarz-Kristallgerät für die Zuhause-Ausführung. Wenn man sowas überlegt mit einem kleinen Batterie- und Drehmotor, das wird auch in einem normalen Rahmen oben eingespannt, eingeschaltet. Und das Kristallgerät schaut also vom Innenleben her so aus. Das sind also hier 12 Reagenzgläser mit Heilwasser drinnen, zusätzlich eben diese Rosenquarzkristalle. Die Gläser sind violett bewusst angesprüht worden mit der Chakrafarbe fürs geistige Auge. Und das wird jetzt dann da einfach oben selbstdrehend in das Gewinde hier hineingedreht. Und das ist im Prinzip die gesamte Montage. Und da stellt man sich jetzt an für uhrzeitmäßig ungefähr 3 Minuten drunter und diese Übertragung der Kristallenergie, die kann also tatsächlich gemessen werden. Am einfachsten geht es zum Beispiel bei den Chakrenzuständen, vorher und nachher. Wenn man also sagt, alle 7 Chakren von Sakral, Wurzelchakra, Herz, Hals, geistiges Auge, Stirn, sind also bestimmte Möglichkeiten, dass man die Prozent genau durchtesten kann mit einem Biotensor und macht es nach dem Kristallgerät sozusagen ein zweites Mal. Und hier diese Rotation, die lässt man ganz schlicht mal übertragen. Nach diesen 3 Minuten sollte man ungefähr 5 Minuten Pause machen und nachher die zweite Messung nochmal nachgeben. Die Wirkungsweise von diesen Kristallen fängt zum Beispiel an, wie gesagt, die Chakren öffnen sich, linke, rechte Gehirnhälfte wird ausgeglichen, die ganze Körperenergie wird harmonisiert, energetische Blockaden werden gelöst und das ist schon einmal ein Haufen, was man also mit relativ einfachen Mitteln mit diesen Kristallen sozusagen zusammenbringt. Und da schauen wir mal nach, was also tatsächlich das Gerät messbare Veränderungen im Körper zusammenbringt. Wenn man dann fertig ist, macht man aber wieder nur hier auf der Seite abstellen, das Gerät hier runterdrehen und ist also schnell mal irgendwo unterm Bett oder sowas verstellt, sodass man also recht einfach damit umgehen kann. Wer sich dafür interessiert, ich habe vor, diese Geräte hier monatsweise zu vermieten und idealerweise wäre es so, dass man es zweimal täglich für ungefähr 4 Minuten verwendet, in der Früh und am Abend. Deswegen ist es halt auch ein bisschen ungünstig, wenn man es beim Energetiker direkt drinnen lässt, da wäre gut freiwillig zweimal täglich eben irgendwo in der Praxis hin und macht es. Deswegen möchte ich also den anderen Schritt gehen, dass ich hier auf Leihbasis für die einzelne Person das Ganze übergebe. So, und jetzt schauen wir uns an, was beim Gerät bei der Messung herauskommt.